Der Bundestag quillt über. Dieses Bild wird in letzter Zeit immer mal wieder benutzt, um zu zeigen, wie viele Parlamentarier gerade hier tätig sind. Eine eigens eingesetzte Kommission, die das in irgendeiner Form lösen sollte, ist gerade ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ein Ergebnis ist zumindest, dass sich alle einig sind. Der Deutsche Bundestag ist mit 709 Abgeordneten zu groß. Der Bundestag hat sich aber nicht selber aufgebläht, sondern das ist ein Ergebnis der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die zu vielen Ausgleichsmandaten führt. Die Regelgröße des Bundestages liegt ja bei 598 Abgeordneten, zur Hälfte direkt gewählt oder über Listen. Und in diese Richtung müssen wir auch wieder kommen. Das Problem der Größe, das sehen also alle, bloß die Lösung, die wird unterschiedlich interpretiert. Die Interessen sind natürlich unterschiedlich. Ich denke, dass man sehr deutlich machen muss, die Grundaussage war, dass direkt gewählte und Listenabgeordnete in etwa zur Hälfte den Bundestag besetzen. Das macht auch Sinn. Das findet aber bei der Zuteilung der Sitze nicht wirklich statt, denn die richtet sich nur nach den Zweitstimmen. Deswegen ist ein Vorschlag der CSU, dass man die Erststimmen mit einbezieht in die Verteilung der Gesamtsitzzahl. Und wir sind auch dafür, dass man eine Obergrenze einführt. Die könnten wir uns auch bei 650 Abgeordneten vorstellen. Da wären aber dann Überhang und Ausgleichsmandate mit drin, sodass wir ein klares Signal senden. Wir wollen, dass der Bundestag tatsächlich kleiner wird. Und wir haben auch konkrete Vorschläge dafür. Danke.